Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Und weiterer Tag ist angebrochen. Wir sind jetzt auf dem Weg Richtung Emirates Stadium, Stadion vom FC Arsenal. Wollen uns mal ein bisschen dort umgucken, vielleicht mal eine Tour durch. Schauen wir einfach mal. Und ja, weiter wollen wir nachher noch im Campenmarkt. Und ja, schauen wir mal, was wir noch so treiben werden. Also wir gucken uns jetzt nur das Museum hier im Arsenal Stadion an und schauen uns mal, wie das hier aufgebaut ist. Also ich muss schon sagen, von dem Museum habe ich mir ein bisschen mehr versprochen. Es ist ein ziemlich kleines Museum, wo es nur so ein bisschen die Geschichte zeigt vom Dings. Das Stadiontour wäre bestimmt interessanter gewesen, aber es wird doch schon ein bisschen teurer. Deswegen haben wir gesagt, dann machen wir nur das Museum und gucken jetzt mal weiter, was wir machen werden. So Freunde, jetzt sind wir hier am Kentenmarkt unterwegs. Oder alle möglichen kuriosen Sachen kriegen kannst. Auch mal Klamotten und so, Souvenirs und alles Mögliche. Schauen wir uns mal hier ein bisschen um. Ich bin mal gespannt. Also, auf geht's. Nachdem wir jetzt am Kentenmarkt waren, sind wir einmal an St. Pancras und sind hier jetzt am King's Cross, wo wir mal Harry Potter besuchen wollen. Also, schauen wir mal. Wir sind hier jetzt am Roadmarkt angekommen. Das ist eigentlich schon ein typischer Markt hier. Einer der bekanntesten Märkte hier in London. Und dort wollen wir uns ein bisschen umgucken, vielleicht was essen gehen. Also schauen wir mal ein bisschen. Es gibt Austern, Fisch, es gibt jede Menge Fleisch zu essen, auch warm, was hier zubereiten lassen. Hier ist super cool und interessant, dieser Markt hier. Das ist auch wieder so eine Sache, wo ich sagen muss, hier musst du auf jeden Fall echt mal hin. Natürlich auch hier oben über uns fährt direkt die Straßenbahn rüber und ja, hier haben wir wieder jede Menge Obst, Spargel, sieht wieder unglaublich gut aus, das ist echt nicht zum Schreiben, wie das teilweise gut aussieht, das Essen und alles, das Fleisch, es ist unglaublich. So Freunde, und ja, wir sind wieder im Hotel, nachdem wir, ihr seht, es ist dunkel geworden. Es spiegelt sich zwar, aber wir haben nach dem Brockmarkt, waren wir eigentlich nur nochmal hier im Hotel, haben ein bisschen gechillt, ein bisschen, uns ein bisschen ausgeruht, waren dann nochmal deutsch essen, was grottenschlecht war,
was man als Schnitzel nicht bezeichnen konnte, was ein TK-Schnitzel war, was ich bei manchen anderen auch kenne. Und ja, dann haben wir nicht mehr groß was gemacht, haben hier in der Bahn aber was getrunken. Und des Weiteren, schauen wir mal, was die nächsten Tage wir so treiben werden. Moin ist vielleicht, wahrscheinlich geplant, die Oxford Street zu machen. Des Weiteren schauen wir uns noch ein bisschen um und schauen wir mal, was wir noch so treiben werden die letzten 2 Tage. Also, lasst euch überraschen und ich lasse mich natürlich auch überraschen. Also, wir sehen uns die nächsten Tage. Haut rein. Ciao.